Was geht jetzt ab? Ah, die beraten sich. Wieder alle Berater heranziehen. Sind die Jungs ihren Männer oder snitchen die? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, bevor wir loslegen, wichtig, getaktet, Freitag geht's los mit einem fetten Unboxing. Ich war schon wieder shoppen des Todes mit vielen Skates. Ja, ich bin an einem Skateshop nicht vorbeigekommen, hab da ein bisschen zugeschlagen und die Jaded London Hosen sind endlich da. Wir haben am Freitag dann angeboxt, ich zeige euch so ein bisschen diese Baggy Pants, schauen wir uns gemeinsam an und dann am Sonntag gibt's das Format Offenheit oder Off-White. Das ist der Ablauf der nächsten Tage, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, wie das Programmheft Maximilian aussieht beim Durchblättern. Liebe Leute, ganz wichtig, bevor wir loslegen, schaut auf Instagram vorbei. Ich stehe kurz vor den 50.000 Abonnenten und da würde es mich freuen, wenn wir gemeinsam dieses Goal erfüllen. Da ich aber noch keine 50.000 Abonnenten habe, bin ich noch nicht abgehoben genug, um eure Nachrichten nicht zu lesen. Deswegen wurde mir ein Video zugeschickt, ein sehr spannendes, von einem YouTuber namens Asadi. Sein Video ist Köln ehrlich, Offenheit oder Off-White, so. Jetzt habe ich mich selber verlesen. Offenheit oder Givenchy, soziales Experiment. Also, das klingt nach einem kreativen Genie, der sich da in keinster Weise inspirieren hat lassen. Offenheit oder Givenchy. Bin sehr gespannt, um was es da geht. Kopfhörer auf, schauen wir uns den Schinken mal an. Was geht ab YouTube und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Asadi, für die ein oder anderen Leute, die mich nicht kennen sollten und irgendwie random zu diesem Kanal gekommen sind. Oder halt über mich. Weil in dem Fall verdiene ich jetzt Geld mit seinem Video. Danke dafür. Hat er ein eigenes Format, ist eigentlich ganz dreist, dass ich da eine Reaction drüber mache. Ich habe hier einen Pullover dabei, wie ihr sehen könnt. Und Schokolade. Ah, aus dem Plastiksackel heraus, okay. Gerade, die einen oder anderen fragen sich jetzt. Das habe ich mich schon im Vorhinein gefragt. Aber ja. Crazy oder what, Alter? Ist sie crazy oder what, Alter? Was, Bruder? Und zwar drehen wir heute ein soziales Experiment. Wir suchen uns zwei Leute aus, die gegeneinander spielen werden. Jeder bekommt eine 1-Euro-Münze. Das Burberry-Shirt am Start, die Gucci-Cap, die Louis Vuitton-Tasche. Also es dürfte ein, der dürfte die Kohle haben für so einen Givenchy-Pulli, den er da verlost. So eine 1-Cent-Münze. Dann wird darüber diskutiert, wer den Givenchy-Pullover bekommt. Oder vielleicht 1 Euro und 1 Cent Münze. Also ich erkenne aktuell noch keine Verbindungen zu einem Format, das vielleicht schon bestehen könnte. Als wirklich selbst überlegt, bin ich natürlich sehr gespannt. Einigen die sich und kriegen beide eine Tafel Schokolade. Beide eine Tafel Schokolade? Spannend, okay. Entweder eine Tafel Schokolade oder ein Givenchy-Pullover, der hier fein säuberlich zusammengefalten wurde, scheinbar direkt aus dem Store auch gekauft. Nicht irgendwie vom Großonkel nach dem Familienmittagessen vom Kleiderhaken gestohlen. Highest Quality direkt aus dem Store. Natürlich will jeder den Givenchy-Pullover haben und deswegen wird... Ganz ehrlich, ich hätte viel lieber die Tafel Schokolade als diesen verransten Givenchy-Pullover. Der eine oder andere vielleicht lügen und wird voll der Schlingel sein und sagen, ja, okay, wir einigen uns jetzt und wir geben beide die 1-Cent-Münze, damit wir beide die Schokolade bekommen, dann haben wir beide davon was und dann gibt er doch die 1-Euro-Münze. Ja. Also was schon mal nicht funktioniert, meiner Meinung nach, ist, es heißt Offenheit oder Off-White. Das Besondere an dem Namen ist ja auch der Klang dahinter. Und die 1-Cent-Münze gibt man dann, wenn man selbst weniger Wert hat. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man lügt und quasi vorgibt, sich zu einigen, dann gibt man die Cent-Münze, die den eigenen Wert beschreibt, nämlich die 1-Cent-Münze. Das war der Gedankengang dahinter, aber okay. Und dann bekommt der halt den Givenchy-Pullover und der andere ist minus rausgegangen, weil der halt ehrlich sein wollte und... Guckt, was auf euch zukommt. Schaut das Video bis zum Ende. Vergiss nicht zu abonnieren. Ja, vergiss nicht, irgendjemand Props zu geben vielleicht. Und mal gucken, wer ehrlich ist und wer nicht. So, wir haben die ersten Kandidaten. Stellt euch mal vor, wie heißt du? Jan. Jan, wie alt bist du? 15 Jahre alt. 15 ist er, Jan. Ja, ich bin Kevin, bin 18 und komme aus Köln. Und wie heißt du? Lennox. Lennox, wie alt bist du? 15. Auch 15. Kevin, 18 aus Köln und du? Valentin, 15, komme auch aus Köln. Also ihr wisst, ne? Philipp Leinjacke, wild. Wenn ihr beide mir die 1-Cent-Münze gibt, wenn ihr euch geeinigt... Und die Louis Vuitton-Geldbörse. Naja, bei dem muss ja laufen, bei dem Asadi. Was haben wir da so? 638 Abonnenten, Freunde, da hast du das YouTube-Business schon gerockt eigentlich. Ich hab, dass ihr beide die Tafel Schokolade bekommt, dann bekommst du eine Tafel Schokolade und du eine Tafel Schokolade. Und du eine Tafel Schokolade.
Ich will mir gleich so denken, fuck, ich will deine Schokolade nicht, ich geh. Aber der eine kann den anderen sozusagen snitchen und den Pullover gewinnen, also bekommen sozusagen. Ihr gewinnt den Pullover, indem einer nur von euch mir die 1-Euro-Münze gibt. Alles wird undercover ablaufen, also du gibst mir undercover die 1-Euro-Münze. Er macht sogar hinter der, alles gleich. 1-Euro-Münze und du gibst mir undercover die 1-Euro-Münze. Sogar mit der gleichen, nein. 1-Euro-Münze oder 1-Cent-Münze, was auch immer. Und dann löse ich das am Ende auf. Und dann gucken wir, wer gelogen hat und wer nicht, oder wer ehrlich war oder wer nicht. Weil ihr beide korrekt seid. Ist ja nicht das Gleiche, ne? Derjenige. Die Speedtrainer auch, also wilder Flex hier bei dem Asadi, läuft. Bekommt 5 Euro. 5 Euro? 5 Euro. Was, wer kriegt 5 Euro? Gelogen hat und wer nicht, oder wer ehrlich war oder wer nicht. Weil ihr beide korrekt seid, derjenige bekommt 5 Euro. Weil ihr beide korrekt seid, derjenige bekommt 5 Euro. Ich glaube, ich muss das nochmal im Duden nachlesen, was das jetzt bedeutet hat. Ich habe es nicht verstanden. 5 Euro. 5 Euro. Wieso willst du den Pulli haben? Also quasi, wenn beide ehrlich waren, kriegen die eine Tafel Schokolade und 5 Euro? Ich habe halt nicht wirklich viel mehr Markenklamotten. Alles, was ich habe, ist entweder von C&A, H&M oder Adidas. Ja. Und wäre halt ziemlich chillig, auch mal so einen Givenchy-Pulli zu haben. Okay. Was sagst du dazu? Du kriegst ja Markenklamotten. Ja, ich trage Markenklamotten und deswegen will ich auch noch einen Markenklamottenpullover. Okay. Okay. Kann ich verstehen. Markenklamotten sind geil. Wieso sollte der den Givenchy-Pullover nicht bekommen? Weil ich den will. Das würde ich halt auch sagen. Ich will den auch haben. Du meinst ja eben auch selber, du trägst ganz viele Markenklamotten. Ich sehe die Louis Vuitton-Tasche, Nike-Schuhe. Habe ich zwar jetzt auch, aber 40 Euro, nicht wirklich viel. Habe ich mir selber erarbeitet, sonst... Da, 20 Euro, sonst mehr nicht. Und ich gehe am Samstag... Naja, jetzt wird er nervös. Ja, blöd, wenn dich wer anruft. Deswegen vorher Flugmodus machen, oder? Uiuiui. Jetzt weiß er gar nicht mehr, was er machen soll. Der ist gar nicht mehr bei den Jungs unterwegs. Der denkt sich jetzt nur mal, oh, wie bekomme ich diese Sprachmemo wieder an? Pulli da aufzukreuzen und ist halt auch meine Größe. Er denkt sich so, Mann, Video gefickt. Na, würde ich halt echt fühlen. Ja, guck mal, ich sag dir ehrlich, kann ich verstehen, dass du den Pullover haben willst und so, aber der wird doch auf die Tasche passen. Und ja, wird zur Tasche passen, weiß halt nicht. Das ist halt Givenchy und Louis Vuitton, das ist halt unterschiedlich. Ja, okay, also hier kommen die schlagfertigen Argumente schon wirklich zum Vorschein. Bin gespannt, wer das Rennen macht. Keine Ahnung, aber Nike und Givenchy auch und ein Unterschied schon mal. Ich trage unterschiedliche Marken. Nein, ich meine, das wäre auch unterschiedlich, würde ich den tragen. Aber das Ding ist so, ich würde dir den auch gönnen. Ne? Aber so 5 Euro wären doch jetzt auch einfach so chillig. So. Okay, okay, also er ist der Erste, der, glaube ich, snitchen möchte. Hundertprozentig. Wäre natürlich chillig. Und zwar könntest du dir 0,5 Ort holen, aber ich kiff natürlich nicht. Why the fuck? Er könnte sich 0,5 Ort holen. Welcher Dealer verkauft dir ein halbes Gramm? Nie, gar keiner. Why you all- das will ich nicht. Habe ich gehört. Leute, so schaut's nämlich aus. Ehrlich von mir, es gibt mir deine Nummer, dann leih ich dir den Angebotstag. Na, geiler Typ. Nice. Weiß nicht, wo wohnst du? Das ist halt ganz weit von mir weg, schon ganz anders. Also ich wohne hinten können. Also, du willst den Pullover unbedingt nur für dich alleine haben? Ja, ich denke schon. Also leihen wird ein bisschen schwierig. Leihen wird schwierig. Zeig den Pullover überhaupt mal her. Haben wir den Pullover eigentlich schon mal gesehen? Nur, dass er schwarz ist, oder? Die werden safe alle gescammt. Das ist gar kein Givenchy-Pullover. Ich will den auch haben. Ja. Ist die Frage, wie wir es machen. Ja, ich weiß halt auch nicht. Ich hätte ihn halt ehrlich gern. Also gibt es hier keinen Kompromiss, so dass ihr einfach beide die 1-Cent-Münze gibt? Würde ich halt nicht so fühlen. Schokolade, ich würde lieber den Pulli haben. Ja, wenn du die Schokolade nimmst und die 5 Euro, gibst du auch noch meine Schokolade. Mit oder mit um? Das ist der Geiste. Unbedingt den Pulli haben. Und du eigentlich auch, ne? Ja. Ich lieber beide 5 Euro als einer Pullover und einer nicht. Das fühle ich halt, ja. Beide 5 Euro wären schon... Ja, das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, ob der dann Faxen macht, dann gibt der 1 Euro, ich gebe 1 Euro und dann hat keiner was. Okay, ich bin jetzt gespannt, ob da überhaupt noch ein Pärchen kommt oder ob das ganze Video nur die zwei beim Diskutieren sein wird. Also das ist auch unnötig. Deswegen bin ich weiß nicht, ob ich mir sicher sein kann. Weil ich hab den ja noch nie gesehen. Entweder ihr traut euch, ihr seid ehrliche Menschen, beide geben 1-Cent-Münze oder beide geben halt eine 1-Euro-Münze oder beide gehen einfach das Risiko ein und geben beide 1 Euro. So. Du wirkst mir ganz korrekt. Ich fahre nicht vor zu snitchen. Also 5 Euro sind völlig okay.
Ja. Wenn er halt jetzt really Auge macht und dann mir halt den Pulli abziehen und damit die 5 Euro wegnimmt, wäre halt schon ziemlich mies eigentlich. Ja, das ist das Nice an dem Spiel. Man weiß es nicht. Überlegt es euch gut. Ich gebe euch jetzt genau 30 Sekunden und dann müsst ihr mir das halt undercover geben. Ja, berate dich mit deinem Kollegen. Okay, mit Beratung. Du kannst dich auch ruhig mit deinem Kollegen beraten. Kannst ihn mit dem Roller da beraten. Mal schauen, ob das was nutzt. So Jungs, mal gucken. Ich weiß nicht, kann sein, dass beides nicht werden. Nein, die machen komplette Gruppenbesprechung draus. Team, toll, ein anderer macht's. Perfekt, funktioniert hier. Habt ihr euch beide beraten? Ja. Save nur 30 Sekunden, oder? Also. Sollen wir das jetzt gehen? Uff, ich will es nochmal sehen. Also. Sollen wir das jetzt gehen? Das machen nämlich alle, das ist das Witzige. Jedes Mal, wenn ich dieses Format drehe, Sonntag kommt ja das zweite, denke ich mir so, drück mir die Münze doch einfach in die Hand. Aber die nehmen beide Hände, nehmen dann so noch halb meine Hand und versuchen wirklich die Münze so reinzustecken, damit ja keiner was sehen kann. Ich denke mir, bitte gib mir die Münze einfach in der Hand, in 2 Sekunden löse ich es eh auf. Ja, so wie er zum Beispiel. Seid ihr euch sicher mit eurer Wahl? Was? Er will antäuschen, damit er denkt, dass er 1 Cent gegeben hätte. Seid ihr euch sicher mit eurer Wahl? Spoiler. Ich gebe euch nochmal die Möglichkeit zu ändern. Was? Echt? Ich bin mir eigentlich sicher, nur weil der gerade gesagt hat, Pullover wäre eigentlich chillig. So will der jetzt umgekehrte Psychologie machen und mich flachsen und hat im Endeffekt einfach 1 Cent gegeben. Ich lass meine Entscheidung. Lässt du deine... Oh, wild. Schlechtes Gewissen bekommen. Was denkt ihr? Entscheidung oder nicht? Du tauschst. Er tauscht. What? Wieso ändern? Okay. Oh, er ist schon mega pisst. Denkst du, der hat dich gesnitcht? Ja. Also du denkst, er hat dir 1 Euro gegeben? Ja. Okay. Ja, jetzt, weil der gewechselt hat, eigentlich nicht mehr. Also denkst du, vorher hat er dich gesnitcht? Ja. Also, du hast mir eine 1 Cent Münze. Wo ist eigentlich der Givenchy-Pullover? Wo ist der? Gegeben. Ja, tot. Und er? 1 Euro. Er? Was denkst du? Ja, ich denke, er hat gesnitcht, oder? Hat er gesnitcht? Ich kann auch das Ergebnis einfach mal zeigen. Der hat auch 1 Cent Münze gegeben. Also beide auf Ehre sind auf die Schokolade mit den 5 Euro gegangen und er wollte eigentlich snitchen, hat sich dann aber nochmal überlegt. Somit hat einfach keiner gesnitcht. So, und jeder... Wie diese Millionenshow-Effekte da eingefügt werden zur zusätzlichen Spannung. Geht mit Kuss da raus und ja, ich würde sagen, stabil. Jobcenter, was habt ihr für... So. Okay, jetzt geht's weiter mit den Zeiten. Die habe ich schon wieder ganz vergessen. Worum es geht? Givenchy-Pullover oder Tafel Schokolade? Seid ihr ehrlich oder snitcht ihr? Wieso solltest du den Givenchy-Pullover bekommen? Ja, Bruder, ich bin, glaube ich, so mehr Markenmode-mäßig. Und ich besitze auch so mehr Sachen von Givenchy. Ja, man merkt auch, er absolut der richtige Mann für dieses Format. Hier folgt ein Dior-Piece, dem nächsten Balenciaga-Pullover und den allerneuesten Nike Off-White-Schuhen. Also perfekter Mann für dieses Format auf jeden Fall. Weißt du, deshalb, mir wird das eher so stehen, so, weißt du, ich meine? Das Ding ist halt, wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass das ein gebrauchter Givenchy-Pullover ist und der nicht direkt aus dem Store ist. Das heißt, ich bezweifle, dass dieser Pullover zum einen diesem Typen hier fittet, aber auch diesem Typen hier fittet. Beim Originalformat, habe ich mal so gehört, kann man das Ding, was man gewinnt, dann nochmal in seiner Größe umtauschen. Blöd ist natürlich, wenn es ein gebrauchtes, abgegriffenes vom Großonkel ist. Wo ist der Hoodie überhaupt? Wo ist der Givenchy-Pullover? Den haben wir da einmal zusammengeknüllt da in der Ecke gesehen, dann nie wieder. Die werden alle abgezogen. Überlegt es euch nochmal, besprecht es nochmal mit euren Jungs ab und wir sehen uns dann gleich wieder hier. Was geht jetzt ab? Ah, die beraten sich. Wieder alle Berater heranziehen. Sind die Jungs ihren Männer oder snitchen die? Wir wissen es nicht. Habt ihr euch beraten lassen? Habt ihr... Ja, Bruder, ein bisschen geredet.
Stell mal deine Frage fertig. Der Meinung brauchst du nicht. Mit der 1-Euro-Münze kannst du den Givenchy Pullover bekommen. Was denkt ihr? Was denkst du? 1 Euro, 100%. Dass er 1 Euro gegeben hat? 200%? Ich glaube, ja. Bist du dir sicher? Ich glaube schon. Safe auch, das ist nicht. Also, ich weiß halt nicht so, ne? Kann halt sein, kann halt auch nicht sein. Du hast mir eine 1-Euro-Münze gegeben. Okay, also Glück für Asadi, er muss seinen Hoodie nicht hergeben. Das heißt, ihr habt beide gesnitcht. Er hat es auch ein drittes Mal gedreht, da ist er dann weggelaufen, das hat er aber nicht mehr reingeschnitten. Ich hab das nicht abgezogen mit dieser Ausrede von mir. Deshalb. Mir war schon von der Runde eben klar, wenn ich dran bin, mach ich direkt 1 Euro, egal was. Ah, die haben bei der vorigen Runde schon zugesehen. Alles ich oder keiner. Damit geht ihr beide mit leeren Händen aus. Auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr dabei seid. Sprachen lernen, Bubble. Kev.xav. Kev. Muss ich sagen, Assad ist sehr, sehr kreativ unterwegs. Top Video, top Ideen, die da umgesetzt werden. Kann ich auf alle Fälle nur supporten, liebe Leute. Okay, Freunde, am Sonntag gibt es das Original. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten und auf Instagram vorbeischauen und die 50.000 voll machen. Wäre nice. Wenn euch die Reaction gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Kommentiert in die Kommentare, was ihr am witzigsten gefunden habt. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und Freunde, nicht vergessen, in einem Monat ist es soweit, der offizielle Drop meiner neuen Kollektion Liberty and Justice. Das war's von mir, euer Maximilian. Dann wird deine wichtigste Frage. Dass ihr dabei seid, war. Nice, Digga.